So, servus und hallo bei Ich und Frau. Ich bin der Andi. Ich begrüße dich zur nächsten Folge. Ich muss nochmal neu starten. Moin, Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Ja. Ciao. Ich konnte keine Fahrgäste anklicken, gar nichts. Und ich muss nochmal neu starten. Hier ist mein Ticket. Oh, ich bin mit bis zum Schluss. Sind die mutig? Grüezi, hier ist mein Ticket. Ja, von, ja. Dankeschön. Grüezi, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß es auch nicht. Da haben wir nicht hier. Die haben mir echt das falsche Ticket gebucht. Ja, falsche Ticket gebucht. Genau, ich bin der Geist von China. Guten Tag. Sie wollen bestimmt mein Ticket also, sehen. Also, Leverkusen. Aber. Nix, aber Leverkusen haben wir nicht. Grüezi, bin ich hier richtig? Also, richtig. Hallo, bin ich hier richtig? Frankfurt Hauptbahnhof. Danke. Richtig. Okay, das heißt. Nur noch die beiden. Ja. Wir müssen dann noch eine Pause machen. Okay, sind alle drin. Das passt. Ich lasse es mal kurz so. Einen kurzen Moment bitte. Ich muss schnell noch was schauen. Okay, das passt. 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 Gut, das passt alles. Gut. Dann können wir loslegen. Und wir nehmen den nächsten Anlauf. Der nächste ist Heilbronn. Wir müssen zwischendurch eine Pause einlegen. Okay. Das sind sie? Ja, ich bin froh. So, guten Morgen, verehrte Fahrgäste. Wie Sie sehen, wir haben einiges an Verspätung. Wir fahren jetzt schon los, dass Sie schon alle da sind. Wie Sie sehen, haben wir heute leider bei unserem Airport Shuttle Verkehr leider einen kleinen Bus mit keinen Toiletten an Bord. Wenn jemand muss, dann sagt bitte Bescheid vorne. Dann halte ich an bei der nächsten Möglichkeit. Wir werden auch jetzt demnächst irgendwann eine Pause einlegen. Und dann können Sie auch alle in Ruhe auf die Toilette gehen. Gut, ich wünsche euch eine angenehme Fahrt und wenn ihr Fragen habt, dann wendet euch an mich vorne. Vielen Dank. So. Wir haben jetzt. Also eine Stunde Verfrühung haben wir. Interessant. Heißt, oh, Sonntagsfahrer. Dann handle ich hier den Herrn Polutten nach. Das wollen wir ja nicht. Für den Blitz, ja. Was ist denn jetzt hier los? Du gehst mich jetzt halt. Also muss er die Bedingung eigentlich bis Frankfurt.
wahrscheinlich die komplett falsche Karte gefahren. Auch selbst wenn man nichts anzeigt, das ist ganz komplett eisert, macht das. Okay, es war. Wo bin ich jetzt? Ich fahr in die falsche Richtung. Okay. Verstanden. Ich wusste gar nicht, dass wir hier Rallye fahren. Ist mal richtig. Ich fahre nicht hier da zum Wenden. Ich hätte da vorne abbiegen müssen. Dann hätte ich doch abbiegen müssen. Ja, mei. Dumm gelaufen, sagt man das schon. Ich hätte hier rein müssen. Ist die Straße so schlecht oder nehmen wir einfach alles mit, was nicht ausweicht? Ja, sie ist so schön. Hinterher ist man schlauer. Ich glaube, ich habe mit einem Manöver in der letzten Folge habe ich gleich den Bus etwas ruiniert. Wieder raus. Das war ja eine weite Fahrt. Auf der Autobahn. Wir merken, es wird schon langsam heller. Ah, okay. Gleich kippt der Bus noch um! Entschuldigung. Das war jetzt so nicht geplant. Ich glaube, die Lenkung funktioniert nicht mehr so geschickt. Werden wir von der Polizei verfolgt? Darum soll man sich also anschneiden. Baustelle. Merkt sich auch schon mehr los auf der Autobahn, zumindest auf der anderen Seite. Bei uns geht's noch ganz gut. Ich dachte, hier darf man nicht so schnell fahren. Habt ihr diesen Linksstrahl jetzt? Seht ihr? Ich glaube, irgendwie fahre ich ganz miserabel. Kann die auch sein. Ja.
glaube, wir fahren noch ein Stück Landstraße. Ironisch gemeint, das Stück. Darum soll man sich also anschneiden. Der Taxifahrer, tut mir leid, da ist. Auf den hab ich abgesehen. Ich weiß, der Bus ist kein PKW. Entschuldigung, dass ich heute so temperamentvoll bin. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Okay. Wir wollen natürlich einen Kreis fahren. Wir fahren weiter zusammen. Dann seht ihr, wie schwachsinnig. Ja, ich sehe blöd, ich weiß. Müsst ihr kurz warten, bis ich weiterfahre. Ich muss jetzt sehen, wie schwachsinnig. Hallöchen, Frau. Salü, ich hoffe, ich bin hier richtig. Ja, goldrichtig, beim besten Busfahrer Münchens. Servus, ich hoffe, ich bin hier richtig. Auf geht's. Da ist die Schrottfeld natürlich. Servus. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Jo, bald richtig. Wir machen hier mit Eier hier. Muss ich kurz gedulden. Servus. Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Jo. Cool. Hallo? Mein Ticket? Darmstadt? Jawohl. Ja. Dann würde ich sagen, kann ich eigentlich. Nein, kann ich nicht. Okay. Würde ich sagen, wir fahren einfach mal weiter. Was ist es? Guten Morgen an alle zugestiegenen Fahrgäste im Airport Shuttle. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ich danke an jeden, der schon 2 Stunden vorher vor der Abreise abfahrtischen war, damit wir schon weiterfahren können. Ich habe schon Schutz gesagt, wir werden immer noch eine Pause machen. Wir werden demnächst eine Pause machen. Ich hoffe, ich erhalte noch einige durch. Und ich wünsche allen eine angenehme Fahrt. Also ihr seht, wie hirnrissig diese Fahrpläne sind in dem Spiel. Vor allem wenn man längere Touren macht, wie wir jetzt. So ein
Dieses Spiel hat auch einen Lerneffekt, liebe Zuschauer. Ihr lernt ihr, wie zerschrotte ich andere Autos. Bisschen Spaß mit der Ausgabe. Irgendwas hat das Spiel heute, aber ich habe keinen Bock, es nochmal neu zu starten, nochmal neu aufzunehmen. Alles ist egal, wir sehen es ja, das ist von Heilbronn. Dass sich das immer verschiebt, das verstehe ich jetzt auch nicht. Also, ich weiß auch, was liegt. An dem Beta-Update. Ihr seht, hier, kurze Strecke. Ich weiß an was es liegt. Es liegt an dem Beta-Update. Ich habe bei dem Spiel aktiviert, dass man. Ich nehme auch mal jeden Bordstein mit. Ich habe bei dem Spiel aktiviert, dass Beta-Updates möglich sind. Und wahrscheinlich ist da irgendwas noch nicht so richtig in Ordnung. Weil vor ein paar Tagen kam ein Beta-Update. Und ich vermute mal, dass da ein bisschen was nicht in Ordnung ist. Aber mei, ich will uns ja nicht. Reicht nicht jetzt, also. Das schaffen wir. Ich will mal kurz gucken. Ah, okay. Wir können. Okay. Gut, das wollte ich jetzt wissen. Ewige Ampel. Ich werde heute nur die Aufnahmen machen, bearbeiten, hochladen, weil ich es eigentlich den nächsten Tag mache. Dafür habe ich heute Abend keine Lust mehr. Aber es scheint wieder besser zu laufen. Dass ich mir besser anfühle, hat in der einen der anderen Ups hier geholfen, sich zu mein Nagel ist angerissen. Sich zu. Nein, ihr wisst schon. Wir werden auf alle Fälle nach dieser Reihe werden wir auf alle Fälle nochmal Shuttlebus machen und dann werden wir irgendwann einen richtigen Flixbus fahren. Aber an dem Markt schauen wir. Aber auf alle Fälle fahren wir noch das ein oder andere Mal Shuttlebus, weil es macht mir Spaß. Ich hoffe euch genauso wie mir. So Schnecke, die wollte ich mal. Ich hab's eigentlich, obwohl ich es gleich eilig hab. Ich bin zu jung zum Sterben.
schwerer Unfall. Ganz ehrlich. Oh, was ist das für eine Straße? Ja, Hilfe. Wahrscheinlich haben wir die nächste Haltestelle erreicht. Bitte Fahrgäste, wir haben erreicht. Die Pause müssen wir gleich nochmal abverschieben. So. Wir sind 2,5 Stunden zu früh da. Und ich bedanke mich, dass du dir die Folge angeschaut hast. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Servus, euer Andi. Okay.